In diesem Video geht es weiter mit Bojutsu, dem Kampf mit dem Langstab. Konkret zeige ich euch die Kata Uragoho. Es handelt sich hierbei um die zweite Form aus der Keiko Sabaki Kata. Anschließend gehe ich noch auf ein paar Details ein, die ich persönlich als erwähnenswert finde. Ich bin Dirk von Nipo-Ralf und nach dem kurzen Trailer zeige ich euch Uragoho, so wie ich es gelernt habe. Wie schon erwähnt, handelt es sich bei der Uragoho um die zweite Form aus der Keiko Sabaki Kata des Kukishinden Ryu Bojutsu. Die Kata startet ebenfalls wie bei Goho mit Bofuri, dem Stockwirbeln, diesmal aber nur mit zwei Drehungen, bevor es mit den Schlägen weitergeht. Hier die Kata aus Sicht des Angreifers. Hier die Kata im Detail. Ich starte aus einer linken Sega no Kamae und gehe von hier aus in Bofuri hinein mit zwei Wirbeln. Es folgt ein Hidari Ski auf mittlere Höhe. Zum Stockstich habe ich schon einmal ein Video auf meinem Kanal gemacht. Das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr oben auf die Infocard klickt. Ich ziehe den Bo-Stab zurück und schlage anschließend einen rechten Men-Uchi, also einen Schlag zum Kopf. Ziel kann hier Kasumi sein. Die Handhaltung hinten ist etwas ungewohnt, weswegen der Schlag aus dem Körper heraus erfolgen sollte. An späterer Stelle gehe ich in diesem Video darauf aber nochmal etwas näher ein. Ich ziehe den Bo-Stab erneut zurück und lasse einen linken Hanayake folgen, der entweder in den Schritt, unter die Handgelenke oder unters Kinn zielt und der bis oben durchgezogen wird. Um den Schlag kraftvoll ausführen zu können, senke ich den Schwerpunkt meines Körpers ab. Ich führe die Bewegung weiter und wechsle zu einem rechten Do-Uchi, also einem Schlag auf mittlerer Ebene zum Rumpf. Von hier aus führe ich den Bo mittels halber Bofuri-Drehung zurück und nehme eine linke Sega no Kamae ein. Damit beende ich die Form und beobachte. Während der einzelnen Schläge gibt es zwei Griffwechsel, die ich mal etwas näher betrachten möchte. Laut meiner Unterlagen soll während Ausführung des Gis der Handteller der Führungshand nach oben zeigen. Beim nachfolgenden Schlag führt diese Griffhaltung zu einer etwas ungewohnten Position. Aufgrund der horizontalen Ausrichtung des Bos lässt sich aber dennoch ein kraftvoller Yokomen Uchi über den Körper schlagen. Führt man die hintere Hand beim Yokomen Uchi stattdessen herunter zur Hüfte, dann fühlt sich das extrem verdreht und unnatürlich an. Dieser unnatürlichen Handhaltung kann man entgehen, indem man während des Schlagens die hintere Hand um das Bo-Ende führt, um in eine bessere Griffposition zu kommen. Bleibt man jedoch nach dem Handwechsel in dieser Position, ist der nachfolgende Hanayake nicht sehr kraftvoll, aufgrund dessen, dass der Unterarm verdreht ist und der Bo zwischen Daumen und Zeigefinger in der Gabel ruht. Jetzt zeige ich euch die komplette Kata noch einmal in der Frontansicht in Zeitlupe und im Anschluss daran auch noch einmal in einem schnellen Durchgang von der Seite. Mir sind auch noch andere Interpretationen zur Uragoho geläufig, zum Beispiel wo nach dem Stich der erste Schlag in Richtung Rumpf geführt wird und wo der letzte Schlag in Richtung Kopf mit einem Tento Uchi ausgeführt wird, dem ein zweiter Tento Uchi folgt in einer Vorwärtsbewegung. Wie trainiert ihr eigentlich die Kata Uragoho bei euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Hinterlasst mir Feedback, wenn ihr möchtet,
beziehungsweise schreibt mir eure Fragen, Anregungen, Meinungen. Wenn ihr mein Video zur ersten Form der Kata Goho noch nicht kennt, könnt ihr das hier oben ansehen und hier unten habe ich ebenfalls ein interessantes Video für euch. In diesem Sinne sage ich Tschüss, euer Dr. Nipo Ralf.